Weltraumgeschichten haben wir als Kind weniger interessiert. Es war eher das Handwerkliche, was man wirklich vor Augen hat. Im November bekamen wir die Anfrage rein, 30 Bauteile für dieses Mondfahrzeugprojekt zu bauen, mit der harten Terminvorgabe, dass die Bauteile kurz vor Weihnachten fertig sind. Herausforderung war wirklich, diese langen Laufzeiten mit den vorhandenen Kapazitäten realisieren zu können. Umsetzen konnten wir den Auftrag, weil wir über unsere eigene Automatisierung die Nachtstunden und das Wochenende nutzen konnten, in Kombination mit dem State Monitor, der uns ermöglicht hat, auch von zu Hause aus den Zustand der Maschinen jederzeit monitoren zu können. Das ist für uns der größte Mehrwert vom State Monitor, dass ich aus der Entfernung jederzeit informiert werde, sollte in unserer Fertigung etwas mit den Anlagen nicht stimmen. Alleine die Möglichkeit von sich erzählen zu können, Bauteile, die ich in der Hand hatte, sind auf dem Mond, ist den Aufwand und die Schweißperlen definitiv wert.